Hallo, ich bin Eddie. Mein Herrchen schleift mich schon wieder über den Weihnachtsmarkt. Schrecklich, nichts als Beine. Und überall riecht das so gut hier. Und die Menschen essen und essen. Und was fällt für mich runter? Nichts. Aber vielleicht gibt's hier was für uns Schnüffellasen. Ein Weihnachtsmarkt nur für uns. Ach, hier riecht's genau wie eben. Gegrillte Hühnerherzen. Lecker. Hallo, wer bist du denn? Die Hunde-Weihnachtselfe vielleicht? Aber erst bin ich dran. Bei den Hühnerherzen gibt's zu Hause nämlich nie. Och, ich werd wahnsinnig. Lecker. So, jetzt aber nix, die rein ins Vergnügen. Ach, ich bin so aufgeregt. Leckerlis ohne Ende. Wie beim Menschenweihnachtsmarkt. Und dann ganz viel Spielzeug. Haute Couture gibt's übrigens auch. Schauen Sie, sie trägt eine Wetterrobe. Und mir will Herrchen Turnschuhe verpassen. Schrecklich. Naja, ich mache ihm eine Freude und laufe wenigstens elegant. Und nun der Praxistest. Halten die Boots im Schnee? Nee. Weg ist er. Die Dinger sind völlig unpraktisch. Und ich bin fix und fertig. Eddie bekommt jetzt auch eine Entspannungsmassage nach seinem Weihnachtsmarktrundgang. Die Frau meint, mir müsse das gefallen. Hunde-Wellness. Gibt's jedenfalls nicht auf Weihnachtsmärkten für Zweibeiner. Ihr hättet sicherlich auch was dagegen, dass eure Frisur so durcheinander kommt. Also ich meine meine Frisur. Auf Hunde-Weihnachtsmärkten kann man sich die übrigens gleich wieder schick machen lassen. Bei euch gibt's so Räuchermännchen und Christbaumschmuck. Und bei uns gibt's die neuesten Haarpflegeprodukte. Sowas hier zum Beispiel. Der Unterschied ist, dass das hier im Endeffekt nur die Unterwelle rausholt. Da kann sich nämlich dein Herrchen, nämlich den Hundefriseur, sparen. So, nun aber genug mit dieser Fummelei. Ihr Menschen habt Karussells auf euren Weihnachtsmärkten? Das brauchen wir nicht. Wir brauchen nur einen, der irgendwas wirft. Klasse, so ein Hunde-Weihnachtsmarkt.